Und die Sophie hat ja auch ein tolles Moped letztendlich, Aber ne? ich Aber habe das. das Dreirad. Ja, richtig. Hallo, ich bin Laura. Also ich bin Danny, ich bin der Älteste hier. Ja, ich bin der Frank. Ich bin die Stefanie. Und wir haben zusammen zwei wundervolle Kinder, ne? Einmal die Lena und einmal die Sophia. Also ich bin der Marcel. Ich bin der Jens. Grüße, ich bin der Ingo. Ich bin der Yannick. Ich bin der Bücker. Mein Name ist Paul. Ich bin Heidi. Das sieht schon wieder total sexy aus. Okay. Ich bin froh, wenn meine Fahrzeuge so weit funktionieren, die ich überhaupt habe. Ich habe eine riesige Moped-Macke. Ich habe einige schöne umgebaute Fahrzeuge, ne? Auch für der Steffi haben wir ein wunderschönes Fahrzeug letztendlich. Die kleine Lena, die hat ein schönes Fahrzeug und die Sophie hat ja auch ein tolles Moped letztendlich. Aber ne? Ich Aber das Dreirad. Ja, richtig. Wir legen bei uns vor allem Augenmerk darauf, dass die Fahrzeuge, die wir haben, im Straßenverkehr gefahren werden können und vor allem auch dürfen. Das betrifft sowohl komplette Restaurationen, also sprich 100% Original, als auch kleine bis komplett Umbauten, die dann wirklich eine komplette Abnahme haben. Aktuell zwei laufende Projekte, einmal eine S51 B1 mit Doppelscheibenbremse und aktuell steht noch die Leistungssteigerung aus und Projekt Nummer 2 habe ich noch eine Kawasaki KX 125 Umbau auf Simson Motor. Projekte, immer mal das, eine EMW, eine BK, meistens BK. Ich habe kürzlich einen S53 Rahmen erworben, der nach dem Umbau als S70 Enduro als Leichtkraftrad zugelassen werden soll. Zudem plane ich einen Komplettumbau einer S51 und der soll etwas spezieller werden. Sowohl im Internet als auch generell in der ganzen, ich sag mal, Mund-zu-Mund-Propaganda, da ganz viel Unwissenheit und vielleicht auch Halbwahrheiten gibt, wollen wir vielleicht auch an der Stelle versuchen, da etwas aufzuräumen und die vor allem die Jugendlichen, die 15, 16 sind, auch davon zu überzeugen, zu sagen, pass auf, es gibt legale Wege, die Kisten zu tun. Und die Sachen sind möglich und die sind auch gar nicht so sehr kostspielig. Ich fahre selber eine S51 Komfort. Eine S51 auf Motorradzulassung. Eine EDZ 250. Das ist ein Trabant 601 und Moped. Mit Moped hat alles angefangen. Eine S51 vor ungefähr 10 Jahren gekauft. Hab die komplett neu aufgebaut. Und im letzten Winter habe ich sie umgebaut auf 90 Kubik mit TÜV-Abnahme, mit allem drum und dran,